Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Buzzworld. Wir haben in der letzten Folge oder beziehungsweise in der ersten Folge das erste Szenario in Tschernobyl erledigt, erfolgreich, und das erste Szenario in Südchina mit dem Tsunami erfolgreich erledigt. Ich würde sagen, wir machen jetzt in Tschernobyl weiter. Haben wir wieder einen anderen Bus, so wie es aussieht. Und da ist der Tag der Arbeit im Kernkraftwerk. Deine Aufgabe ist es, die Arbeiter ins Kernkraftwerk Tschernobyl zu bringen. Klingt jetzt nicht ganz so dramatisch. Da hatten wir in der letzten Folge ein bisschen dramatischere Einsätze, aber die Mischung macht's. Deswegen ist es schon voll okay, wenn es jetzt mal ein bisschen gechillter ist. Wer weiß, vielleicht passiert ja noch irgendwas. In dem Spiel weiß man es halt wirklich nicht. Aber ich muss sagen, in der letzten Folge, die Aufgabe mit dem Tsunami war schon echt, man war schon so ein bisschen angespannt beim Fahren. War schon cool. Weil sonst sind Bus-Simulatoren ja gerne mal ein bisschen langweilig. Und dieses Spiel halt nicht, weil durch die ganzen Szenarien. Aber wie gesagt, es gibt auch das freie Spiel, dann kann man ganz normal Busrouten abfahren. Das gibt's natürlich auch, kann ich auch irgendwann mal zeigen. Aber ich wollte jetzt halt erstmal die ganzen Szenarien durcharbeiten. Taste Z war ja. Okay, das ist jetzt das erste Szenario ohne Hilfe. So, wie viele Türen hat denn dieser Bus? Der hat wieder zwei Stück. So, sind alle drinne. Dann können wir losfahren. Fahren wir mal Richtung Kernkraftwerk. Irgendwie kleppert der Bus komisch oder irgendwas kleppert hier komisch. Aber der Bus sieht eh nicht ganz so topfrig aus. Vielleicht kleppert der ein bisschen. Okay. Was ist hier los? Aber die Busse lassen sich echt irgendwie unterschiedlich fahren. Wenn ich jetzt bedenke, der Bus in Südchina, der hat sich irgendwie leichter gefühlt steuern lassen. Und hier der Bus hat anscheinend wieder keine Servolenkung. Der ist wieder ein bisschen schwieriger zu steuern. Was ist hier los? Einmal Polizei, Rettungswagen. Habt ihr euch gegenseitig gerade berührt? Ja, die Polizei ist gerade eh ein bisschen merkwürdig am Fahren. Der Bus kleppert komisch. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt. Aber gut, er fährt noch. Er braucht aber auch ein bisschen länger, bis er hochbeschleunigt hat. Was? Rote Ampel überfahren? War die nicht grün? Bin ich echt gerade über die rote Ampel gefahren? Okay. Ja, ich hatte eigentlich mein Sichtfeld so angepasst, dass ich alle drei Spiegel gleichzeitig sehe. Aber bei dem Bus geht das irgendwie nicht so ganz. Naja, sehe ich wenigstens die zwei. Notfalls müsste ich halt die Sichtfeld noch anders da anpassen, dass wir den rechten Spiegel auch noch sehen. Aber dann ist der Bus ein bisschen verzerrt von der Sicht. Na, lassen wir es einfach so. Muss ich mich auf mein Gefühl verlassen, dass wir rechts nah genug dran sind. Ist aber gar nicht so einfach bei den Bussen, das irgendwie einzuschätzen. Bei den alten Teilen hier. Das ist schon ein bisschen was anderes. So, da haben wir direkt jetzt eine Halteposition an einer echt ungünstigen Stelle, wo ich ganz schön mit meinem Lenkrad rumkurbeln muss. Und wie auch in den... Boah, der Bus lässt sich echt schwer lenken. Ja, wir... Lauft mir doch in den Bus rein. Ja, wie auch in der letzten Folge fahre ich wieder mit meinem Logitech G25, dem alten Oldtimer. Das heißt, wenn ihr laute Brummgeräusche beim Lenken hört, nicht wundern. Das war die Polizei, die Armee hier, die fahren wirklich katastrophal. Ja, wenn ihr laute Lenkgeräusche beim Fahren hört, nicht wundern. Oder Brummgeräusche, das ist mein Logitech-Lenkrad. Mein Oldtimer. Ist nicht mehr ganz so jung, ist deswegen schon ein bisschen laut. Wenn ihr aber auch Interesse an einem Lenkrad habt, gerne in die Videobeschreibung schauen. Da ist das neuere Modell verlinkt und das ist einiges leiser als meins. Ja, ich würde gerne jetzt auf die linke Spur rüber wechseln. Ah, die Polizei lässt mich nicht. Ich glaube, es ist die Polizei. Dahinter ist wieder so ein Armee-Dingens.
Lalalala. Ich dränge mich überhaupt nicht vor. Ist grün? Ist grün. Vordrängeln für Profis. So, wir müssen hier einmal wenden. Ich versuche wieder einigermaßen langsam zu lenken und langsam zu fahren, damit mein Lenkrad nicht ganz so laut brummt. Aber so Busspiele machen halt einfach mit Lenkrad richtig Spaß. Mit Controller macht ein Busspiel keinen Spaß so richtig. Schon, aber nicht so viel wie mit dem Lenkrad. Sagen wir es mal so. So. Habe ich da ein Bett neben dem Fahrersitz? Das ist ja interessant. Es wird kein Bett sein. Wir können auch das Fenster aufmachen. So. Ich weiß aber nicht, ob das soundtechnisch irgendwas ausmacht. Wir machen schon wieder zu. Der Bus kleppert genug. Hatte ich die Türen schon zugemacht? Jetzt. So. Dann fahren wir wieder die Strecke zurück. Ja, man fährt hier halt auch nicht nur so Stadtgebiete ab, sondern man fährt auch Feldwege, kann auch passieren und lauter so Sachen. Ich bin wirklich mal gespannt, was noch alles so an Szenarien dabei ist. Und dann können wir uns auch mal das freie Spiel anschauen. Weil an sich macht dieses Spiel schon Bock. Hat eine gute Fahrzeugsteuerung. Ich finde auch die Sounds nicht ganz so schrecklich. Gibt schlimmere Spiele. Und wie gesagt, ist ein Early Access Titel. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, gerade ist aber ganz gechillt. Wir machen ja nur eine ganz normale Busfahrt. Bringen die ganzen Angestellten, glaube ich, war es, zum Kernkraftwerk. Nichts Besonderes im Vergleich zu den letzten Szenarien. Ganz entspannt und gechillt. So, grüne Ampeln. Ich glaube, da war ein Pfeil, dass man nicht links abbiegen darf. Was machen die ganzen anderen Autos? Biegen links ab. Aber man merkt, dass das ein altes Fahrzeug ist. Es lässt sich wirklich mit Lenkrad richtig grottig fahren. Und das liegt nicht an dem Spiel oder an den Einstellungen, sondern ich glaube, das liegt einfach am Bus, weil der chinesische Bus, der hat sich auch ein bisschen einfacher fahren lassen, war schöner am Beschleunigen, war halt auch ein bisschen moderner als der hier. Hier merkt man doch so ein bisschen das Alter von dem Bus. Er ist schon ganz cool umgesetzt. Macht auf jeden Fall, mir macht's Bock, ich hoffe euch auch. Falls ja, wie gesagt, bewerten nicht vergessen oder wie es immer am Ende der Folge sagt, bewerten nicht vergessen. Gerne auch kommentieren, freut mich dann immer. Und dann gibt es noch weitere Folgen von dem Spiel. Ich glaube, hier die Straße sind wir doch vorhin lang gefahren in der ersten Folge, als wir die Stadt evakuiert hatten, oder? Aber ich sehe gerade, wir haben da auch einen Fahrplan, wir haben da eine Uhr auf dem Armaturenbrett liegen. Da ist 7.12 Uhr und wir haben einen Fahrplan. Ich weiß aber jetzt nicht, wo wir sind und wo wir wann sein sollen. Wald in der Nähe der Anlage um 7.20 Uhr anscheinend. Lesneu um 7.16 Uhr. Jetzt haben wir 7.12 Uhr. Ich denke mal, die nächste Haltestelle wird wahrscheinlich die um 7.16 Uhr sein, an der wir halten sollen. Das ist lustig, wenn ich leicht auf die Bremse gehe. Hat man dieses Pfeifgeräusch die ganze Zeit von der Bremse auch nicht schlecht. So, wir sollen jetzt rechts abbiegen. Das ist jetzt wieder Kurbelarbeit mit dem Bus. Oh, die Leute beschweren sich. Ich bin ein bisschen auf die Erde gekommen, von der Straße runter. Hier fährt ein Zug, da fahren wir lieber mal schnell drüber, bis wirklich einer kommt. Boah, auch die Federung von dem Fahrzeug richtig cool, aber ich war ein bisschen schnell. Entschuldigung, ich bin zu weit gefahren. Entschuldigung. Wir fahren mal rückwärts. Ich muss hier anscheinend in den Feldweg reinfahren. Aber die Federung von dem Fahrzeug, ja, ich muss hier reinfahren, ist auch richtig gut. Fühlt sich richtig gut an beim Fahren.
Ja, das gefällt den Leuten überhaupt nicht. Komischer Weg. Verstehe ich. Aber ey, wie cool ist das denn? Das finde ich ja richtig cool. So einen alten Bus hier idyllisch durch die Gegend zu fahren. Durch den Wald. Mit so einer richtig coolen Federung im Bus. Überfahre nicht die Tiere. Benutze Hupe, um sie von der Straße... Ach, wie cool ist das denn? Ich feiere dieses Spiel immer wieder. Bleibt weg von der Straße, ich will euch nicht umfahren. Okay, hat irgendjemand ein paar Holzteile auf die Straße gelegt oder beziehungsweise auf den Feldweg gelegt. Da wackeln wir mal langsam drüber. Wie gesagt, in diesem Spiel passiert immer irgendwas anderes, wo man eigentlich gar nicht mit rechnet. Zum Beispiel jetzt Tiere auf der Straße. In welchem Spiel hat man denn Tiere auf der Straße, die man weghupen muss? Oder in welchem Spiel fährt man mit einem Bus auf dem Feldweg rum? Deswegen ist schon richtig... Ja, richtig bockig irgendwie. Richtig cool. Macht richtig Bock. Ich würde gerade gerne mal ein Bild machen vom Bus, aber ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich will auch nicht so viel zu spät kommen. Habe ich außerdem die Tür aufgemacht? Das wollte ich nicht. Aber ich finde es richtig cool. Der Bus ist auch schön voll, das gefällt mir auch. So, jetzt aber wirklich los. Wir haben gleich 7.16 Uhr, müssen gleich an der nächsten Haltestelle sein. Die ist aber schon da vorne. Aber ich feiere es wirklich. Finde ich richtig cool. Aktuell ist das Spiel auch im Angebot. Kostet nur 16,99 Euro, glaube ich, wenn es aktuell noch so ist. Bei Steam. Haben wir überhaupt noch Platz im Bus für euch? So, jetzt kann ich wieder die Sicht bewegen. Ja, der erste muss schon stehen. Sitzplätze sind rar. Will der noch mit, oder? Da war gerade noch jemand, aber der will nicht mit. Okay. Ja, 7.16 Abfahrt. War, jetzt sollen wir um 7.19 in der nächsten Stadt sein und ich soll hier wenden. Da komme ich aber nicht jetzt auf einmal rum, oder? Nee. Nee, nee. Na gut, dann muss ich einmal noch zurückfahren. Ich hoffe, da hinten ist nichts. Ich sehe es nicht so hundertprozentig. Nee, da war nichts. Da ist nichts. Da wird auch nichts sein. So. Dann fahren wir mal wieder den Weg zurück. Wäre es natürlich noch geil, wenn da noch andere Autos oder ein anderer Bus noch entgegenkommt, dass man da so ein bisschen rumquetschen muss an dem Feldweg. Würde ich auch extrem feiern. Wie cool, wir sehen auch unsere Spur von der Fahrt hierher. Wie schön der Bus auch schaukelt. Das feiere ich ja immer, wenn man so merkt, dass da wirklich was arbeitet im Spiel. Ich meine, in der Realität, das Auto arbeitet ja auch, gerade wenn man so einen Feldweg entlang fährt, das wird ja nur durchgeschüttelt und durchgewackelt. Da gehört sowas schon wirklich dazu. So, ich hoffe, die Tiere sind jetzt noch weg. Okay, die liegen jetzt anscheinend da oben, neben der Straße, das ist schon mal gut. Liegen bleiben. Ich will euch nicht auf der Straße sehen. Man fragt sich hier halt immer bei dem Spiel, was kommt als nächstes. Man weiß ja nie, was passiert. Links und rechts gucken mit der Maus. Ist ein bisschen schwierig mit dem Lenkrad. Der wollte es aber auch gerade drauf anlegen. So wirklich stehen bleiben wollte er ja nicht, aber hat schon irgendwie gepasst. Ah, kommt vor der Polizei, können wir noch rausziehen. Ah, das passt schon. Wir haben noch eine Minute Zeit für die nächste Haltestelle, die ist aber schon direkt da vorne.
Okay, wir sollen hier auf der Straße stehen bleiben, statt da auf die Haltestelle oder in die Haltestellenbucht zu fahren. Ah, ich vergesse immer... Entschuldigung, liebe Polizei, ich vergesse immer auf die Bremse zu gehen, wenn ich die Türen aufmache. Weil bei den deutschen Fahrzeugen geht halt immer die Haltestellbremse rein und dann rollt man nicht mehr. Hier in dem Spiel, man geht von der Bremse und man rollt. Ach so. Bus wird immer voller. Ach so. Ich muss dann nochmal in die Einstellung, glaube ich, reingucken. Die eine Taste ist, glaube ich, doppelt belegt. So, einmal links jetzt und dann... Da sollen wir um 7.20 Uhr sein. Bin ich gerade ein bisschen zu früh losgefahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war pünktlich. Was eine Riesenkreuzung hier. Entschuldigung, ich habe keine gute Bremse. Und das Umgucken ist ein bisschen kompliziert, wenn man mit Lenkrad spielt und hat eine Maus noch in der Hand. Ja, komm, ramm mich doch. Also der hat mich jetzt wirklich gesehen, dass ich da stehe. Ja, die KI ist noch ein bisschen arg stur, aber wie gesagt, Titel ist Early Access, ist noch in der Entwicklung. Wird bestimmt auch noch besser. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Wenn man halt mit Lenkrad spielt, man bräuchte eigentlich wirklich so einen Head-Tracker. Track-IR oder Tobii-Eye-Tracker. Habe ich auch schon mal im Auge gehabt, weil das wäre schon echt praktisch, wird aber auch, glaube ich, nicht von jedem Spiel unterstützt, weil dann kann man mit seiner Kopfbewegung die Sicht steuern. Und das ist natürlich, wenn du mit Lenkrad fährst, hast du eigentlich beide Hände irgendwie am Lenkrad am rumwerkeln und dann musst du halt immer auf die Maus wechseln, um die Sicht zu steuern. Das ist halt immer ein bisschen unpraktisch. Deswegen ist so ein Head-Tracker eigentlich schon ganz cool. Okay, ich muss wieder auf die Bremse gehen. Hab ich wieder vergessen. Dieser Bus kleppert aber auch. Wundert mich, dass der überhaupt noch fährt. Aber man merkt, sobald es ein bisschen aufwärts geht, der hat schon ganz schön zu kämpfen, die alte Klapperkiste. Aber er schafft es doch noch irgendwie. So, jetzt Kernkraftwerk Tschernobyl. Nächster Halt. Heftiger Nachladeruckler. Die mögen das nicht, wenn ich zu schnell über die Gleise drüber fahre, aber klar, wer mag das schon? Ja, es könnte halt ein bisschen mehr Verkehr im Spiel geben, aber wer weiß, vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Ansonsten gibt es eigentlich recht wenig zu meckern in dem Spiel. Klar, die KI, die ist noch stellenweise ein bisschen arg hohl. Aber ich glaube, davon darf man sich nicht abhalten lassen, das Spiel zu holen, weil es ist halt ein Early Access Titel, befindet sich halt in der Entwicklung. Ansonsten, die Landschaft ist eigentlich ganz cool gestaltet, schöne Waldgebiete, die Busphysik ist richtig gut, die Bus-Sounds sind in Ordnung, würde ich mal sagen. Die Steuerung mit Lenkrad ist auf jeden Fall super. Controller-Steuerung, ich hatte vorhin nochmal ganz kurz den Controller angeschlossen, die war okay, aber da war bei mir die Sichtsteuerung ein bisschen zu fein eingestellt und deswegen hat mein Controller hat schon so einen leichten Drift drauf und wenn da keine Todzone dabei ist, dann steuert er automatisch schon irgendwo hin. Ansonsten, die Fahrzeugsteuerung war ganz cool mit Controller, muss man sagen, war auch voll in Ordnung. Aber mit Lenkrad ist natürlich nochmal eine Stufe besser, natürlich. Tastatursteuerung habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber ich denke mal, wenn die Entwickler sich schon Mühe geben, dass sich das Fahrzeug gut anfühlt beim Fahren und auch mit Lenkrad und Controller gut funktioniert, wird es auch mit Tastatur wahrscheinlich gut funktionieren. Vielleicht hat von jemand von euch ja das Spiel und spielt es mit Tastatur. Kann mir dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Steuerung mit Tastatur findet. Vielleicht probiere ich es auch noch irgendwann aus. So, da wären wir dann auch am Kraftwerk angekommen anscheinend. Haben aber danach noch einen anderen Halt. Ich muss gerade mal schauen, wo es hier reingeht. Angeblich da vorne.
Scheibenwischer und so Sachen kann man auch anschalten, also gehe ich mal davon aus, dass es auch irgendwann im Spiel regnen kann. Vielleicht geht's auch jetzt schon, weiß ich nicht. Lichter hat man auch verschiedene, man hat für die Fahrgäste Licht, was man einschalten kann, für den Fahrerplatz. Natürlich Scheinwerfer außen funktionieren auch. Ich habe mich natürlich jetzt so blöd hingestellt, dass ich da nicht in die Lücke reinfahren kann. Machen wir es anders. Vielleicht zählt es ja auch so. Ja, zählt auch so. Perfekt. Das macht es für mich natürlich einfach. So, und aussuchen. Alte Klapperkiste. Hört sich schon echt schäbig an. Okay, dass sie jetzt durch den Bus da vorne durchlaufen. Lassen wir uns auch nicht stören. Haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Seid ihr jetzt fertig? Seid ihr gleich alle durch? Also er hinten ist ja motiviert. So, auch nochmal ein paar Bilderchen gemacht. Jetzt müssen wir aber weiter. So. Haben wir hier genug Platz zum Wenden? Ja, sieht so aus. Boah, wobei mit der Steuerung weiß man nicht so genau. Das könnte eng werden. Brauchen wir den Spiegel rechts noch? Ich sehe ihn ja eigentlich eh nicht. Ah, hat gepasst. Hat doch gepasst. Aber ich sehe den rechten eh nicht. Den können wir eigentlich abfahren. Ist ja nicht so, dass es eigentlich fast der wichtigste ist. Weg damit. In OMSI 2 funktioniert er auch nicht standardmäßig, weil nur so und so viel Spiegel gleichzeitig im Blickfeld sein können. Somit hat man da auch nicht den rechten Spiegel, außer man tut da ein bisschen rumfuschen in den Einstellungen oder beziehungsweise in den Dateien von dem Bus, dann kann man es machen, dass der dritte Spiegel angezeigt wird, aber das funktioniert auch nicht bei jedem Bus, so wie es beschrieben wird auf YouTube. Ärgerlich. Aber ist halt ein altes Spiel. Naja. Wie gesagt, ich kann das Sichtfeld auch noch größer einstellen. Bei meinem Monitor kein Problem, da passt es dann trotzdem noch und ist nicht ganz so arg verzerrt. Aber dann sehe ich selber schon eine kleine Rundung im Cockpit. Es ist halt dann auch nicht so perfekt, wenn ich dann eine Rundung da sehe. Es ist, glaube ich, wenn ihr das Video schaut, noch ein bisschen schlimmer. Nennen wir es mal so. Aber mal gucken, wie die anderen Busse sind. Vielleicht sind die vom Modell wieder anders. Und dann sieht man den rechten Spiegel auch wieder. Aber das hat schon Sinn, dass so der rechte Busspiegel immer so ein bisschen nach vorne geht an so einer Halterung und dann erst als nach unten, wo dann der Spiegel dran hängt. Dann hat man es einfach besser im Blick. 7:26 Uhr, ich glaube, wir kriegen... Okay, die mögen es auch nicht, wenn ich die Kurven zu hart nehme. Hat man gerade oben rechts gesehen. War auch ein bisschen arg hart. Ah ja, Leben am Limit. Wer hier im Kraftwerk arbeitet, der hat ja eh ein Leben am Limit, also ist es auch wurscht. Ah, wir haben eine Minute Verspätung. Ja, ist anscheinend ein Taxi vor uns, oder? Sieht fast so aus mit dem Schild da oben drauf. Ich weiß noch nicht, was da drauf steht. Ich sehe es ja jetzt nur von hinten. Vorne steht bestimmt was drauf. Aber Fahrgast hinten, Fahrer vorne könnte schon passen. Boah, der Bus hat aber auch eine Bremse. Nicht schön, nicht feierlich. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht auch einstellen kann, dass ich mit meinem Lenkrad die Sicht steuern kann. Ich kann bis jetzt nur hoch runter. Es geht aber auch, glaube ich, noch rechts-links einstellen. Mit Tasten. Ist zwar dann nicht so schön, aber besser als nix. Naja, aber so lange geht es erstmal mit der Maus. Verspätete Ankunft an Haltestelle. Direkt ein böses Dudu gekriegt. Boah, die läuft ja auch gut. Die hatten einen guten Tag anscheinend gehabt. Du hast den erforderlichen Geldbetrag erfolgreich eingenommen. Sehr schön. Zur Karte gehen. Wir haben es geschafft. 25 Minuten sind wir jetzt gerade durch die Gegend gegondelt. Und war cool. Freigestellt. Anscheinend einen neuen Bus. Der gefällt mir. Sieht schon ein bisschen... Wobei ist es der von der ersten Fahrt, aber der hat die Spiegel besser. Deswegen gefällt er mir. Na gut. Fortsetzen. Zum Bahnhof. Janow und zurück. Heute ist ein sehr heißer Frühlingstag. Du musst eine Strecke vom Busbahnhof Pripyat zum Bahnhof Janow und zurückfahren. Das Problem ist, dass der Motor deines Busses dazu neigt, zu überhitzen. Das hört man. Um den Motor nicht zu beschädigen, schalte ihn während der Fahrt ab und zu aus und fahre im Leerlauf.
vertrauenerweckendes Busunternehmen, wenn der Busfahrer während der Fahrt ständig den Motor ausstellen muss und dann rollen muss. Ja, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.